Nichts für ungut, aber euer Podcast über Spiele, Filme und das alltägliche Leben. Immer live auf Twitch und als Video on Demand auf unserem YouTube-Kanal. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nichts für ungut, aber der Podcast mit den beiden Idioten, Chris und Angelo. Was? Ja, überall. Unglaublich, ey. Wollt mich immer nur ärgern. Schön, dass wir da sind, auch über ein Jahr Podcast. Ja. Ich freue mich richtig drauf. Ich mich auch. Ja. Kann nur gut werden. Chris, schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne doch. Chris wollte mal mit den großen YouTubern mitmachen. Die hat alle keine Zeit gehabt, deswegen ist es bei uns. So, ja, wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben gehabt. Worüber zuerst anfangen? Weiß ich nicht, mir ist egal. Die Theorien oder was? Welche Theorien? Verschwörungstheorien? Können wir machen. Wollen wir mit dem Mario anfangen? Mit dem Fensterputzer? Können wir gerne machen, ja. Oh, Mario, das ist ein gutes Thema. Ja, Mario ist ein sehr gutes Thema. Also der heißt nicht wirklich Mario, der heißt eigentlich anders, aber... Genau, er heißt Wario. Ist auch kein Italiener, zufälligerweise. Nein, zufälligerweise, nein. Nee, ist kein Italiener. Ja, dann Mario ist dein Fensterputzer, der kommt einmal im Monat. Genau. Und der hat Kontakt zu den Aliens tatsächlich. Zu den Aliens? Ja, also es ist nämlich so, dass... Deutschland oder die Welt allgemein. Guck mal, komm, hast du Aliens von den Bullen angefahren? Was? Er wurde wahrscheinlich mehr abgestochen, in Geld. Das war eine Axt, er wurde erschlagen mit der Axt, nicht mit dem Dings. Ist auch egal, weiter. Ja, hier, das Pixie voll. Ja. Achso, das Ding. Jedenfalls ist die Welt schon seit Jahren eigentlich unter Kontrolle der Aliens. Und die haben auch einen Rat gegründet, die Aliens. Und da sind auch alle führenden Kräfte der Welt drin. Ne? Also Angela Merkel und die Queen. Und der Mario auch. Mario auch, ja klar. Mario und der Mario wurde da jetzt auch reingelassen, weil... Als Fensterputzer. Ja, weiß ich nicht warum. Weil jetzt, also... Auf jeden Fall hat er von der Queen auch ein Haus geschenkt bekommen in England und wurde in den Alien-Rat jetzt auch aufgenommen. Hat er schon mal erzählt, was er da macht? Ja, die planen quasi, sich langsam zu outen. Also es wird immer mehr jetzt... Sind schwul, oder? Ich wollte sagen! Also, da hast du bald männlich-weiblich-divers-Alien. Also die Regierungschefs wissen das alles schon, dass das existiert und die wollen das jetzt irgendwie Zug um Zug der Bevölkerung beibringen. Ach, deswegen auch die Mexikaner angefangen mit ihren komischen Baby-Aliens, die sie gezeigt haben, ne, vor ein paar Wochen. Ja, das war auch wahrscheinlich von Mario. Ja, ja, ja. Die hat er beim Fensterputz in Mexico City irgendwie. Oh, guck mal hier. In Tijuana, genau. Gefunden. Ich dachte, das wäre ein Foto von so einer Koks-Schmugglerei oder so. Wegen diesen weißen Pucken da, weißt du? Ach so, ja. Ja, und auf jeden Fall, ja, so ist es, ne? Warum lässt du den Typen in deine Bude? Irgendwo Fenster putzen kann. Schlimm ist, er meint ja wirklich ernst. Er meint ernst. Der ist sauer, wenn du jetzt sagst, nee, oder irgendwie lachst oder so, dann ist er angepisst. Also gesagt, ich erzähle das jetzt nur dir und das darfst du auf gar keinen Fall sagen. Das ist streng geheim und so. Also bitte alle vorspulen jetzt ein paar Minuten. Aber die Frage ist das jetzt Insiderwissen oder ist das eine Verschwörungstheorie? Weil er glaubt ja nicht an die Theorie. Er glaubt da wirklich dran. Er glaubt wirklich dran. Er ist fest überzeugt, dass er im Rat ist. Er war ja schon in dem Rat. Er hat ja da gesessen. Er hat es ja gesehen mit eigenen Augen. Ach so. Da war er schon in dem Rat dabei. Das ist ja keine Theorie. Er hat die ja gesehen. Also saß er dann da sich im Wohnzimmer. Er hat von der Queen das Haus geschenkt bekommen, persönlich. Die hat ihm gesagt, du kannst da ein Haus haben in England. Da war er auch schon in dem Haus, oder? Nee, da war er noch nicht, aber da will er jetzt wahrscheinlich einziehen, wenn er in Rente geht. Das mit dem Haus ist ja schon eine alte Geschichte. Das ist eine alte Geschichte. Die kam zuerst und danach hat er das mit dem Aliens offenbart. Okay. Und was ist es mit dem Queen ist tot-Dingen? Die ist nicht tot, die ist im Rat. Ach, die ist im Rat. Also die ist im Alien-Rat. Zusammen mit Alien und dem guten Alien, oder wie? Ach so. Boromar Fensterputzer. Die ist gar nicht tot. Die ist gar nicht tot. Nee, die ist noch in dem Rat. Wohl. Wo der tagt, weiß ich nicht, vielleicht in Berlin oder ja, wo fragst du denn? Nee, in dem Raumschiff, irgendwo hier über uns, oder tief im Ozean, Marianengraben, wo ihn keiner findet. Atlantis oder so. Genau, in Atlantis. Ja, so ist es. Oh, so ist es. Und du hast nicht mal gesagt, du bist ein Idiot? Nee, ich finde das doch spannend. Lass mir das gerne erzählen. Und der kommt regelmäßig bei dir zu Hause. Der kommt alle. Ich stelle gerade vor, putze mich. Aber gestern übrigens war ich hier im Alienrad in Atlantis, ne? Nee, das ist schon ein sensibles Thema. Also da muss er schon gut gelaunt sein, um darüber zu sprechen. So, also wie oft ist er bei dir? Das klingt so, als wäre er alle zwei Wochen bei dir. Nein, der kommt so alle drei, vier Monate. Hat er hat die Preise angehoben. Vorher war es wie viel? 10? 15? 5 Euro pro Fenster. Jetzt macht er? Jetzt macht er nimmt auf jeden Fall insgesamt 5 Euro mehr. Geht ja auch noch. Ja. Die Reisen zum Rad, die finanzieren sie nicht. Ja, mehr. Eben. Ne? Ich zahl bei mir eine Wohnung jetzt 20 Euro für alle Fenster und alle Spiegel. Aber das mit dem Haus hat er schon, wann erzählt? Wie lange ist das her? Aber das ist schon Corona-Zeit oder so. Oh, ja, das genau. Ist schon lange her. Da hat er erzählt, dass er von der Queen Haus geschenkt bekommen hat. Ja, das hattest du mir dann. Und dann hat er irgendwann damit rausgerückt, dass das ja der Fall ist, weil die ja in dem Alien-Rad ist und er Kontakt zu denen hat. Mhm.
Und als Dankbarkeit, dass er die Schnauze hält, hat er das Haus gekriegt. Ah ja, okay. Mario, du bist echt toll. Ne? Deswegen hatte ich dir das erzählt. Ja, genau. Und du erzählst es hier uns. Unter strenger Geheimhaltung, ne? Das musst du auch jemand unterschreiben? Nee. Nicht mit Blut oder so? Nee, nicht mit Blut. Und mit seiner DNA? Nicht mit Blut. Da gibt es übrigens auch eine Gruppe, die mit Blut, kann ich gleich erzählen. Nee, mit, gar nicht wahr, mit, Ja, mit diesem Blut, doch, mit diesem Kinderblut, diese Erochrom oder wie? Ja, aber das ist kein Blut, sondern es ist doch irgendwie, Ejakulat. Irgendwie, Ja, das wird aus dem Blut. Adrenalin oder so, ne? Ja, das wird aus dem Blut extrahiert. Genau, ja. Genau, und das ist, verjüngt. Die macht, ja. Also das ist so eine, ist jetzt ein anderes Thema, aber ist auch eine, so eine Verschwörungstheorie. Genau. Da ist so eine, wie heißen die? Aerochrom oder irgendwie so einen ganz komischen Namen. Und die, die haben Kinder, die entführen Kinder. Ja. Und zapfen den Blut ab. Das ist doch das, was UNICEF den, die liefert. Das habe ich auch gesehen. Ja? Ja, die Theorie ist, dass UNICEF in die ganzen dritte Weltländer geht, um die Kinder zu retten. Und die liefern die an die aus, damit sie daraus Sekte. Ja, genau. Hängt alles miteinander zusammen. Und die extrahieren da irgendwie Adrenalin aus dem Blut und oder das, so? Und das darf nicht ein gewisses Alter überschritten genau, haben. Genau, muss Kinder sein. Genau, weil sonst ist das nicht mehr genug in dem Blut drin. Quasi. Und dann trinken die das und das soll halt ewiges Leben jünger. Oder hält die jünger. Deswegen sieht Tom Cruise auch immer noch so jung aus, wie er aussieht. Das kann sogar sein. Wie viele Kinder braucht man dafür? Ja, die machen das wohl angeblich in großem Stil. Kann ich mich da anmelden? Bei dir ist Hopfenmalz verloren. Warum denn? Sieht doch nicht aus wie fast 40. Das muss man von Anfang an mitmachen, nicht wenn man schon verkommen ist. In dem Sinne, ne, genau, wir auf die 1 erstmal. Ja. Oh. Das sind doch elitäre Kreise. Ich weiß nicht, ob man ja, wie kam jetzt darauf? Habt ihr irgendwo gelesen? Ich hab davon euch zum ersten Mal. Ja. Da hab ich gelesen. Ich hab das auch mal gelesen, ja. Oder seid ihr da Mitglied? Da muss ich auch sagen, ihr kriegt echt beschissenes Blut. Fabian ist gestern 83 geworden. Ja, in der Unterhose ist ja 83. Genau. An gewissen Stellen sieht man das auch. Ja. Unter den Füßen. Schön schrumpelig. Ja, schön. Also kommt von Mario zu, wie hieß die nochmal? Aero? Aerochrom. Ich weiß es nicht. Ich habe es gescreenshottet, warte. Ich habe jetzt irgendwie Aerochrom im Kopf. Adrenochrom. Anhänger der Adrenochrom-Verschwörung behaupten, dass satanistische Sekten Kinder entführen und diese foltern, um Adrenalin aus dem Blut der Kinder zu gewinnen. Getrunken soll das Stoffwechselprodukt dabei helfen, den menschlichen Alterungsprozess zu verlangsamen. Mhm. Die Theorien stehen in Bezug zu den Verschwörungstheorien um Pizzagate und Quanon. Ah, Pizzagate, das kenne ich auch noch. Weißt du noch? Wie heißt das? Ja, Pizzagate war geil. Ja, Quanon. Quanon. Alles deutsch ausgesprochen. Deutsch, Quanon. Das wusste ich gar nicht, das Pizzagate. Ah, okay. Naja, die wollen ja auch angeblich Pizza. Ja, die haben die Kinder im Keller gehalten, wirklich. Da muss ja gar keinen Keller gab. Ja, hier von Hillary Clinton. Das Pizzagate nicht? Nee. Hast du unsere Folge nicht gesehen? Verschwörungstheorien von vor 3 Jahren? Ich nicht, wo sie mich outen. Da wurde gesagt, dass die Hillary Clinton Pizza-Filialen benutzt. Um da irgendwie einen Kinderporno-Ring oder Kinderentführung Pepsi haben? Ja, Pepsi. Zu tarnen. Ja. Pepsi? Und da werden die gefoltert und In einem Pizza. Ja, die werden da unten im Keller festgehalten, gefoltert, so wie er das war, ne? Und dann wird dann das Blut abgezapft. Und so ein Typ ist dann da durchgesagt, er muss jetzt die Kinder retten, ist dann da hingerannt mit der Maschinenpistole, hat da rumgeballert und im Endeffekt kam raus, da gab es gar keinen Keller. Da fragt man sich, wo er die Infos her hat, worauf er sich dann seine Meinung gebildet hat. Ja, genau, wie aus dem Internet irgendwie. Wahrscheinlich hier bei Twitter auch. Bei Twitter, ja. Krass. Da fragt man sich mal, was bei den Leuten schief läuft, auch so im sozialen Umfeld, dass man sich da so reinfuchsen kann, dass man dann auch, ohne das vorher zu checken, einfach mit einem Pistole reinrennt und dann abknallt. Ich hätte ja vorher so und guck, ob die auf dem Keller haben. So ja, wirklich. Wo ist der Keller mit den Kindern? Wo ist der Keller? Keller! Wollen Sie eine Pizza bestellen? Nee, ich guck erstmal. Ich wollte mal gucken, ob Sie Keller haben. Kindern. Genau. Haben Sie Kinder? Können Sie was mit Kindern anfangen? Kinder? Sie verstehen schon. Kinder. Ja, auch ganz unauffällig. Und dann, nein, Pizza? Hey, muss man sehen, das ist schon auch eine Form von Radikalisierung, glaube ich, oder? Wenn man sich da so ja, aber er hat es ja quasi im Guten gemacht. Er wollte ja die Kinder rausholen. Er wollte die Kinder rausholen. Ja, aber da müsste man jetzt klären, wen hat er denn als abgeschossen? Nur die Leute, die da gearbeitet haben? Weiß oder auch nicht, unschuldig? Nee, ich weiß gar nicht, ob der einen getötet hat. Auf jeden Fall ist er da rein und hat auch geschossen. Aber ob er jetzt einen getötet hat, das weiß ich nicht. Okay. Kinder! Wirklich Kinder raus. Ich bin befreit. Was für Kinder, was für Kinder? Das war mit dem Code, wo die Pizza bestellt. Kinder. Deswegen muss ich jetzt mal Spinatoren so. Ja, genau. Ja, wie er sagte, was geht mit solchen Leuten vor? Kommt immer so am Pulle an Renochron und kriegst dann immer genau, wenn du so ein Getränk dabei kriegst. Ah, das ist es. Also nebenbei ist er Mario und Pizza putzen. Oh, scheiße, bin aufgeflogen. Weg hier. Ab in den Keller. Aber irgendwie auch so Sektenidioten. Wie kommt man darauf, sich in so einer
Sekte anzuschließen. Im besten Fall schon Scientology, ne? Ja, bei Sekten ist ja, das ist ja ein Gruppenphänomen. Das ist ja das Zugehörigkeitsgefühl. Und dann glaubt man, glaube ich, allen Scheiß. Das ist ja, wenn man ja, aber nicht, dass wir, wirklich, bei jeder Sekte ist immer so, der Untergang ist nah. Wir sind die Einzigen, die überleben, weil wir von einer höheren Rasse gerettet werden oder so was. Oder unser Heiland und so und so fort. Also ich habe tatsächlich, also jetzt, das war unabhängig für, vom Podcast, mir mal so ein Probetag bei Scientology. Also. Praktikum, genau. Praktikum. Wie werde ich Bekehrer? Nee, ich hatte ein Buch online bestellt und dann habe ich durch Zufall so einen Artikel wurde mitgeschickt, kostenlos, wie Verschwörungstheorien überhaupt entstehen und so. Und das ist auch ganz oft bei so Gruppendynamiken einfach, die Leute haben Bock, den Gedanken zu haben, ich bin hier was Großem auf der Spur, was alle anderen nicht wissen, und dann diese Gruppendynamik, die dann entsteht, dann glauben die alles. Also gerade Sekten, dann kannst du wirklich alles erzählen, solange die nicht von außen irgendwie ein bisschen rausgezogen werden, ist das ganz krass. Es gibt ja auch diese Sonnenenergie-Sekten in Amerika, die sich komplett in so ein Wildwestdorf zurückgezogen haben, irgendwie 500 Männer und 500 Frauen. Das war eigentlich geil. Und ja, total geil. Der Sektenführer kriegt von denen Geld quasi und der hält die da quasi so unter Verschluss und die haben auch alle Geschlechtsverkehr da untereinander. Ja, der ist bei hier. Die bumsen alle und, nur. Die bumsen und bumsen und bumsen. Im Endeffekt, der Typ, der Sekte da geführt hat, ist jetzt irgendwie Multimillionär oder was und der lässt sie dann da in diesem Dorf in dem Glauben, dass sie da was Großes auf der Spur sind und er hat Highlife irgendwo in der Stadt. Warum gehe ich eigentlich arbeiten? Nicht in die Ruhe, der wohnt da gar nicht. Nee. Ach, geil. Ich will auch in so eine Fick-Sekte rein. Jeder Tag bumst. Der Kontakte besorgen. Ja, kann. Ja. Nee, ich habe einfach Aliens, so Fischdinger und so. Fischdinger. Also Tentakelvieh an. Ist der Name drin? Ist da so drin? Ist ja ekelhaft. Oder Schuppen. Oh. Am Sack. Ah, oh, da kratzt doch. Was geil, wohnst du in so einem Penthouse und hast ja deine Sekte ja. Da. Gehst du einmal am Tag hin, da bist du euch. Oben, also in diesem Dorf so eingesetzt. Wieso du hier so verstarrst? Also über Asterix. Wenn man das genau. Und alles unter dir, hey, unser Führer. Ja, alles gut, ne? Wenn man es jetzt mal ganz abstrakt sieht, so, der Papst macht nichts anderes, oder? Der wohnt da in seinem Palast, schön in der Nähe von Rom, geht einmal auf den Balkon, winkt einmal, alle rasten aus. Ja, Orient, Obi, wie scheiße heißt, ne? Ja, weißt du was? Ja, der, keine Ahnung, PS5 mit einem 4K-Bildschirm irgendwo. Ja, ist das so. Was macht der Papst den ganzen Tag? Das interessiert mich. Weiß ich nicht. Lass uns unsere Verschwörungstheorie gründen. Was macht der Papst den ganzen Tag? Kirche ist ja sowieso. Der sitzt doch nicht auf dem Stuhl und entscheidet über irgendwelche Sachen im Mittelalter. Nicht mehr. Sitzt dann da auf so einem Stuhl und denkt sich, den nächsten Messdiener. Wie alt bist du, mein Sohn? 12! Zu alt! Ich bin evangelisch, mir ist das egal, ich habe nichts mit eurem Papst zu tun. Ich bin ja auch kein Katholik. Achso, du? Nee. Ich bin getaufter Atheist. Ja, da haben wir ihn. In Bayern, da haben wir ihn. Du Schänder. Ja, ich war Außenseiter in Bayern. Hm. Wieso? Ich bin Atheist, ich bin gar nichts. Null. Atheist oder Agnostiker, das muss man erklären. Oh, alles. Glaubst du an gar nichts oder glaubst du nicht an die Form von die Rambo-Religion. Zu Hause so ein Schrein stehen mit Rambo und so einer Locke. Rambo und Tom Breiner. Also ich interessiere mich schon für Religion, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da einer hinterher renne und sage, das ist jetzt hier meins. Aber so auf religionswissenschaftlicher Basis, also jetzt nicht, dass da jemand ist, sondern das, was da drumherum steht. Ich finde es interessant, ja. Ich finde auch, man muss das immer so ein bisschen getrennt voneinander sehen, so die Kirche als Institution und Religion an sich, weil ich glaube, das hat an sich eigentlich nichts miteinander zu tun. Nee, nicht mehr. Wenn man sich überlegt, die Kirche war ja damals einfach nur clever genug, dass die ganzen Leute gesagt haben, wir brauchen da jemanden, an den wir glauben können. Und die Kirche hat gesagt, jo, machen wir, gib mir am Tag 5 Gold-Dukaten. Ja, genau. Können wir das machen. Vor allem, du hast die Leute, ja, klar, machen wir so. Ähnlich wie Amazon Prime heutzutage. Nur viel geiler. Ja, nur viel geiler. Genau, nur Herr Pfarrer, ich habe gesündigt. Ja, gib mir mal hier ein paar Münzen her, dann passt das schon. Ne? Alles klar, Gott vergibt dir. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Du bist damals im Mittelalter, hast Scheiße gebaut, kannst dich einfach reinwaschen. Ja. Schickst einfach ein bisschen Kohle an den Vatikan, schon bist du fertig. Ja, oder ein bisschen in die Kreuzzüge gezogen. Ja, genau. Deine Sünden werden frei. Ja, geil, voll auf vergewaltigen. Ja, ab ins Regal. Bam, bam, bam. Wir sind so reingewaschen. Ja. Noch viel schuldiger als vorher. Ey. Kommst du an voller Blut. Alles gut jetzt? Alles gut, mein Sohn. Geil, wo ist die nächste Hure? Ja, weiter geht's. Im Namen Gottes ist das alles erlaubt. Im Namen Gottes ist alles erlaubt. Das ist unglaublich. Also damals auch Kreuzzüge und so ein Scheiß. Ja, die Kirche ist aber die größte Sekte der Welt. Ja, yeah, sowieso. Mit an den ganzen Feiertagen. Ne? Ich meine, wir haben Ostern, wir haben Weihnachten. Immer schön frei. Sonderzahlung extra. Sonderzahlung. Zuschläge. Ne? Ja, das hast du bei Scientology nicht. Da musst du immer Kohle kassieren. Das stimmt. Oder in so einer Fickgemeinschaft. Muss aber ficken. Immer ficken. In einer Fickgemeinschaft. Ja, ich möchte nicht mehr. Nein, da darf der nur der Sektenführer. Ist ja ein Zweckverband. Ehrlich, nur der? Ja, ja, klar. Was machen die anderen Kerle? Wichsen. Ja, steh ja neben so, ha, ha, unser Führer ist so toll. Unser Führer ist so toll. Ja, weißt du so, die wollen alle mal Endzeit und hier. Aber so ein Wild West Dorf finde ich eigentlich geil.
So von der Idee her. Ja, aber so mitten in der Wüste, du hast nichts. Also die Ideen leben ja auch so, wie so Mönche in kompletter Abstinenz. Die haben nichts. Die haben einfach Höhlen mit Matratzen drin. Die kriegen am Tag ein Brot und ein bisschen Wasser. So. Die haben so Verlust. Ja, aber warum, nein, warum macht man das freiwillig? Ja. So. Die wissen doch mehr als wir. Die sammeln Sonnenenergie und schicken das ihrem Dings. Und der braucht halt Geld, um das versteckt zu halten. Um da, damit es sich aufgedeckt wird. Und dann stellt es an den Rotkrebs. Ist die Arton-Sekte oder was? Bitte? Die Arton-Sekte mit Sonnenenergie? Ach, keine Ahnung. Arton. Von gehört. Arton? Ja, hier. Nee, Echnaton hier. Der hat doch diesen Arton, diesen Gott angebetet. Diesen Sonnengott. Ist lange, lange her. Lange vor unserer Zeit. Weit, weit vor unserer Zeit. Aber das ist auch so, ne, um nochmal auf Religion, so damals die Maya oder so. Stell mal vor, war eine Sonnenfinsternis, dann opfern die 500 Kinder. Und dann geht die wieder weg und die denken, alles klar, das war bei 500 Kinder. Ja, die waren Kinder alle dumm zu, die waren ja dumm. Aber stell dir mal vor, oder es regnet und dann sagen die, ja gut, wir müssen jetzt, keine Ahnung, 60 Jungfrauen opfern. Damit der Regen auf. Damit es morgen weiter regnet und dann regnet es einfach nicht weiter. Und dann denkst du, oh ja gut, dann war eine zu wenig oder was. Ja, und dann kam die Fiki-Fiki-Sekte, ja, aber jetzt sind alle tot. Oder eine, na, die hat noch Puls. Ja, okay. Die hat noch Puls. Boah, aber wirklich, wenn du überlegst, die waren wirklich alle dumm damals, ne? Ja, und weil deswegen funktioniert es ja nicht. Ja. Dafür wurden ja Religionen erfunden, weil du konntest die Sachen nicht erklären. Ah, hier, Gott. Genau. Gott ist das, da, der, genau, hat das gemacht. Ja. Heute wissen wir ja mehr. Heute sind wir im Weltall und sehen keinen Gott. Wo ist denn hier Gott? Ich, ja, der ist ja da, den siehst du noch nicht. Ja, wo ist er denn? Ja, der ist so eine... Der ist, ne? Gasförmiger Zug. Nur Mario weiß, wie der aussieht. Nur Mario weiß, wie der aussieht. Der sitzt nämlich auch im Rad. Vielleicht hat es Gott ja mal gegeben, aber wen ist der Wichser seit zigtausend Jahren weg? Meinst du? Ja, natürlich. Hast du ihn schon mal gesehen? Oder irgendwelche Zeichen dafür, dass er hier ist? Nee, ich glaube ja auch nicht an den. Ja, ich auch nicht. Aber wer an so einem... Also das knistert überhaupt nicht im Podcast. Hauptsache schmeckt. Ich kau ja hier. Ah ja, kau ja, weil da ein Mikrofon ist, ne? Wenn es Gott geben würde, ich steinigen. Ich guck die ganze Zeit da drauf, da konnte ich jetzt nicht. Pack die doch. Ja, dann packst du doch weg, genau, packst du doch runter, gibst du mir. Nee. Nee. Mach mal hier die sauren Würmer auf. Was für saure Würmer? Wie kommen wir von Gott auf? Du lässt deinen sauren Wurm da, wo er ist, bitte. Ah. Ja. Bitte. Kannst du deiner Sekte machen. Ja, genau. Oh, ja. Deine meine Fick-Sekte, ne? Ja, genau. Ja, hier mit deiner bescheuerten Leni, die irgendwo an der meinst Nadel sie, wieder hängt. Meinst du auch Fabian, mit der Gabi. Komm, wir müssen. Die Gabi. Schön Party in Dortmund machen. Die Gabi ist in einer anderen Sekte, glaube ich. Ja, was macht die so? Flat Earth. Flat Earth. Flat Earth. Oh, habt ihr das gesehen, dass so ein Flat Earther so 20.000 Euro für seine Experimente ausgegeben hat und dann quasi sich selber bewiesen hat, dass die Erde doch nicht flach ist? Hat irgendwie lang gemacht. Also ja, also die Theorie ist ja, Erde ist eine Scheibe. Ja. Und es gibt ja dieses Experiment, dass man über eine lange Strecke quasi Holzplatten auf die genau gleiche Höhe stellt und dass man dann einen Lichtstrahl durchschickt und am anderen Ende eine Kamera aufstellt. Und nach der Theorie müsste ja, weil es keine Erdkrümmung gibt, der Lichtstrahl genau auf die Kamera treffen. Und hat so ein super aufwendiges Experiment aufgebaut und hat sich quasi selber bewiesen, dass die Erde krumm ist, weil der Lichtstrahl ja nicht in die Kamera kam. Und hat dann gemacht, hat er Sekte gegründet. Oh nein! Ich weiß, nicht, was er dann gemacht hat, aber in dem Video ist es halt sehr witzig, weil er dann so realisiert, dass er die ganze Zeit Scheiße gelabert hat und dann so, du dann oh, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Oh. Er sagt auch noch so ganz freudig, in freudiger Erwartung, ja, und dann müsste man ja gleich ja den Punktstrahl sehen und dann guckt er so auf die Kamera und dann so, ja, muss immer schief gelaufen sein. Der Strahl ist nicht stark genug. Ja, genau. Ja, siehst du, wie glaubt man noch an flache Erde-Theorie? Aber da gibt es ganz, ganz viele. Ja, aber warum? Es wurde zig mal bewiesen. Ich hatte vor Wochen sogar schon eine Diskussion bei Instagram mit so einem Typen, der das verteidigt. Egal, womit du gekommen bist. Krass. Ist egal, was du gesagt hast. Aber warum ist denn das so wichtig? Das ändert doch nichts, oder? Ja, doch. Weil ja die da oben uns ja alle verarschen. Ja, aber was ändert das an unserem Leben? Ich meine, so irgendwie eine andere Sekte, die jetzt irgendwas verändern will, aber nein, die wollen damit auf die Erde jetzt flacher rund ist, ändert doch nichts. Doch, weil die das Recht haben. Weil er ist der Meinung gewesen, dass die Regierung uns alle dumm halten und verarschen. Und die flache Erde. Also die erzählen uns ja auch, dass die Erde rund ist und die wollen nur damit beweisen, dass die lügen. Ach so, auf anderen Ebenen auch. Auf einer anderen Ebene, genau. So, gerade sagen. Ja. Die verarschen uns nicht nur mit Corona, sondern die erzählen uns auch, die Erde ist rund. Der schöne Merkel-Fanta. Ja, total bescheuert ist das. Da kannst du dir erzählen, was du willst. Da bekloppt. Von mir aus kann die Erde flach sein. Ändert nichts. Ändert ja nichts. Ist mir egal. Schön, wo die wäre jetzt flach, was wäre dann anders? Nix. Dann haben sie uns wirklich verarscht. Schön drauf reingefallen. Warte mal, Mario. Ja, ach Mist. Ja, ich wollte gerade sagen, frag doch beim nächsten Mal, wenn Mario Fenster putzen ist, ob das stimmt oder nicht. Der weiß bestimmt Bescheid. Der weiß, dass das stimmt. Der soll mal gucken, wenn er mit dem Schiff ist runter. Oh, ja, wirklich flach. Ja, ey, Fabi, ich bin Felix Baumgartner.
Die Erde ist nicht flach, die ist ein Dreieck. Das ist ein Dreieck. Die ist gewölbt, Dreieck. Aber nur leicht. Das ist ja auch mal eine Idee. Die Erde ist ein Dreieck. Aber das habe ich letztens noch auf Instagram gesehen. Es gibt so einen Ansatz, wo man einen Kompromiss finden kann, dass man die Erde quasi den Globus hat, aber dass man den so in 8-Bit-Grafik quasi eckig rund macht. Dann sind doch auch alle zufrieden. Dann ist sie rund und eckig zugleich. Das ist eine Idee. Könnte man sich darauf einigen. Aber ich glaube, in solchen Diskursen geht es dann nicht um einen Kompromiss zu finden, sondern geht es nur darum, den anderen zu beweisen, dass sie nicht recht haben. Ja. Ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Das Gefühl hatte ich bei dieser Diskussion auch. Ja, das ist unfassbar. Wie mit dieser Nazi-Höhle da im, wo war das? Südpol? Nordpol? Also tief im Eis vergraben und so. Nazi-Höhle. Ach, wo der Raumschiff sein soll und so eine Scheiße. Und Wandmalereien, so Hakenkreuzer. Wandmalereien, Ort. Ja, die sind ja nach 45 dahin und haben da irgendwie so eine Nazi-Basis aufgebaut unter dem Eis. Hm. Kannst du machen, ne? Wer ist jetzt die? Ja, die da oben. Da entkommst du erstmal den Klimawandel. Wenn es mir hier zu heiß wird, ist es noch angenehm kühl. Aber ich komme auf den Namen jetzt nicht. Oh, ich mal gucken, ob ich das hier da oben habe. Nazi-Höhle im Eis. Aber wir kommen hier, Klimawandel ist ja auch eine sehr große Verschwörungstheorie. Das stimmt. Ja, gibt's ja gar nicht. Klimawandel gibt's nicht. Also Treibhausgas gibt's auch nicht. Jetzt sind hier, wenn aus dem Schornstein das Zeug kommt, sind alle Wolken, die rauskommen. Alle schöne Wolken. Ja, so entstehen Wolken. Chemtrails sind das. Genau. Chemtrails auch sehr interessant. Hm. Kennt ihr die Chemtrail-Verschwörungstheorie? Nee. Das heißt, wenn ein Flugzeug auf, keine Ahnung, 9 Kilometer Höhe fliegt, dann sind ja meist Kondensstreifen dahinter. Mhm. Und es gibt Menschen, die glauben, dass das ein Mittel ist, was die Regierung. Achso, doch, ja, genau. Was auf uns runterkommt, was uns alle behindert macht. Ja. Also nicht behindert, sondern gefügig quasi. Obrigkeitshörig nennt man das, glaube ich, zum Falschjargon. Dann würde ich auch gerne haben, das Zeug, um euch gefügig zu machen. Das wäre so schön. Wenn der eine immer pünktlich, der andere nicht mal so Knabberzeug mitbringen. Also du glaubst auch daran. Nein! Ich glaube eher an die Ficky-Ficky-Sekte, weißt du? Ficky-Ficky-Sekte. Ich bin der mit seinem Nerzbademann am Balkon steht. Morgen, wer will der Erste sein? Oh, die Erste ist mir egal, wir sind hier freizügig. Hier, ich hab's hier. Neuschwabenland. Neuschwabenland. In der Antarktis. Neuschwabenland. Da will ich hin. Energiesparlampen. Da will ich hin, ey. Neuschwabenland. Ja. Scheiße. Da müssen wir hin. Ja, besser als Neusächsisch. Dann nehmen wir die nächste Podcast-Folge auf. Ja, genau. Neuschwabenland. Schön mit Pilzen. In der Nazi-Höhle. Das kann ich mal kurz hier. 2004 fühlte sich sogar das deutsche Außenministerium noch einmal genötigt, zur Frage um Neuschwabenland Stellung zu beziehen. Laut einem Bericht von Welt antwortet man auf die Anfrage des Buchautors damals, das frühere Deutsche Reich hat Gebietsansprüche an Antarktis nicht erhoben. Antarktis? Ich dachte, das ist in Nordpol. Trotzdem hat das die Verschwörungstheorie geschafft, sich bis in die heutige Zeit zu halten und treibt immer noch skurrile Blüten. Oh, Neuschwaben, das ist jetzt schön da. Wollen wir da mal hinfahren und machen einen Tagesausflug? Wie Auenland, so, ne? Neuschwabenland. Stell mal vor, du arbeitest so in einem deutschen politischen Amt und dann musst du auf so eine Scheiße antworten. Ja, da musst du dich damit auseinandersetzen. Ja. Dann denkst du irgend so ein Schwobler und dann machen dann so viel medialen Druck, da musst du dich was auseinandersetzen. Da musst du was rausfinden, dann musst du da anrufen. Willst du da rausfinden? Der ist im Südpol, da musst du das rausfinden. Sagst du nicht, ist nicht fertig, da ist schon der Weihnachtsmann, da hat keine Zeit dafür. Ehrlich, boah, ich stell mir gerade vor, wie er sagt, das Auenland, hocken den ganzen SS-Typen, morgen, schön, die Füße hoch rein. Ehrlich. Der SS-Uniform, die klaut. Herr Frodo, was ist? Steht da oben mal auf dem Wachturm mit Scheinwerfer. Auf nach Mordor. Die Musik am Laufen da. Die Fahne hoch. Ring oben drauf. Da, 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 da. Und die gefährt um die Ecke und sagt, oh, das Auenland hab ich mir anders vorgestellt. Da kommt ganz öfter einmal, was ist denn hier los? Radikalisiert die Hobbits. Radikalisiert. Da ist so ein kleiner SA-Trupp von Hobbit. Da, 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 da. Wo ist der Zauber? Bam, bam, bam. Oh, schön, da fahr ich mal hin, muss ich mir angucken. Ja, wäre gut. Ich meine Mario auch noch mit. Oh, herrlich, ey. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ah, Mario fährt immer nach Thailand und nach Vietnam und so. Ja, weil er bumsen will. Ja, das ist auch ein Sex-Sexist. Verheiratet. Die heißt aber für uns eine Frau. Fliegt alleine? Nimm jetzt drei Kollegen. Ja, also. Machen die mit drei Kollegen einen Teil. Die Sonnenenergie sammeln. Für die Ficky-Sekte. Sechs Wochen ist er immer da. Sechs Wochen? Ja. Der kostet ja nichts. Halt niemand, vielleicht ist das der Tarnurlaub und in den sechs Wochen ist er beim Rad. Kann sein. Irgendwo in Atlantis. Er erzählt halt in Antarktis deine Meldung. Genau. Ja, da auch. Oder im Auenland. Nee, die müssen das Schiff ja bei den Nazis parken, weißt du, im Süden. Ah ja, stimmt. Ja. Mit der Kalaschwabenland. Weil die haben halt Neuschwabenland. Im Auenland. Oh, geil, oh. Schon vorher gehst du ins Reisebüro und sagst, ich würde gerne noch nach Schwabenland. Guck dir das an. Und dann sagt sie zu dir, wohin wollen Sie? Nee, ist alles ausgebucht. Ja. Und er sagt, ja, 180 Euro habe ich hier. Aber nur Hinflug.
Und sie müssen aus dem Flugzeug springen im Fallschirm. Da kann nämlich keiner landen. Wo wollen sie schlafen? Ja, im örtlichen Gauleiter buchen. Ein Tourguide kommt dann. Ein Gauleiter Simbas Gamchie. Simbas Gamchie. Oh Gott, geil. Ja, aber wer hätte dann im Auenland das Sagen? Der Führer. Der Führer, ja. Ja, aber welcher? Ja, das ist Frodo, er hat den Ring. Stimmt. Wenn die aufmucken, kopiert es. Bam, 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 bam und fertig. Ist Auenland ein Gau? Ja, ja. Nee, es ist unterteilt in Meeren. Du hast da dieses, wie ist das mal hier, Hobbit-Büttel da, wie mehrere Stadtteile, ja. Mehrere Gauleiter. Ab und zu kommen die Banden gegeneinander, kloppen sich, weil sie das vergrößern wollen. Banden, Bolschewiten oder was? Dann sind die von außen. Bolschewiten aus Mordor. Die Bolschewiken aus Mordor. Oh, dann wäre ich mal für so ein Spin-off. Wäre ich der Erste, der für Geld ausgibt. Mit Stalin, der den einen Meister drin geschmiedet hat. Stalins Auge da oben auf dem Turm. Stalin Auge. Ja, finde ich gut, dann mache ich mit. Dann fahre ich auch mal hin. Wolltest du eigentlich stehen geblieben? Ich wollte irgendwann noch erzählen. Ich habe ganz vergessen, weil du mit dem Auenland da ankamst. Stalins Auge. Ach ja, hier, apropos Nazi-Gebote. Ich hätte ja vor ein paar Wochen, Anfang Februar, guck ich so einen Briefkasten rein. Guck mir an, ich dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Wollte ich jetzt wegschmeißen, aber ich denke, mal, kannst du den Podcast benutzen? Also ist hier wirklich Verschwörungstheorie Gold, kann man sagen. Das habe ich sogar hier für die Allgemeinheit. Schöne ja, ja. Steht da viel drauf. Adolf Hitler, Agent der Freimaurerei. Ja, geil, das ist ja schon. Des Vatikans und des Zionismus. Oh, des Vatikans, da ist es wieder. Ne? Ja, der Papst hängt auch mit drin. Der Papst hängt auch mit drin. Wo steht Mario? Der hat das geschrieben. So. Am besten hier bei der Ernennung mit Henry Ford. Ja, das ist total genial. Und dann muss ich immer Seite wechseln. Moment. Ich dachte, Indiana Jones war auch dabei bei der Ernennung von Adolf Hitler? Nein. Henry Ford? Also, wie gesagt, Adolf Hitler, Agent der Freimaurer des Vatikans und des Zionismus. Dann hast du hier Franz von Papen, der dabei war, Rabbi Leo Beck und Hjalmar Schacht, kann ich nicht aussprechen. Ne? Vor allem Henry Ford. Ich aber ich habe mir angeguckt und ich habe mir, warum schickt man mir so eine Scheiße in den Briefkasten? Was soll ich damit? Die wissen, wenn man ansprechen muss. Die wollen nicht rekrutieren. Die wollen mit denen noch Neuschwabenland. Genau. Also ich habe es mir durchgelesen, habe mir nur gedacht, oh Gott, nee, das mal. Wie gesagt, ihr zwei hier, vor allem schön hier mit Petten dabei. Oder aber ich habe noch kurz eine Frage, weil zum Beispiel Freimaurer, ne? Ja. Das ist ja so immer so negativ konstituiert. Wisst ihr, was die Freimaurer machen? Ja, weiß ja keiner. Gibt's die noch? Ja, ich hab jetzt mal gegoogelt hier. Die Freimaurer, auch königliche Kunst genannt, versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zur Selbsterkenntnis und einem menschlicheren Verhalten führt. Also das ist eine ja Sekte. Schlimmes. Aber eine Sekte. Ja, würde ich schon sagen, aber. Ja, die ficken wahrscheinlich nicht. Nee, die denken halt über sich selber nach, aber wenn Adolf Hitler aber der Freimaurer ist. Da könnte der Fröse da drin sein. Sitzt er dann so und denkt sich, boah, das war schon scheiße damals, 45 oder? Und dachte ich, ja, ich habe ein paar Fehler gemacht, 43. Von der Generalität verraten. Ja, Hitler ist natürlich irgendwo in Argentinien mittlerweile auf seiner Rinderfarm. Ja. Mit Elvis zusammen. Stimmt. Und der Queen. Und Mario. Ja, der hat in Argentinien VW geleitet, war Schichtleiter. Ja, aber danach war er auf einer Rinderfarm. Ach so, ist das so, ja? Ja. Ja, voll ich weiß auch gar nichts, ne? Siehst du, er hat mal durch, dann siehst du. Dann weißt du Bescheid. Das ist ja auch kein Zufall, dass die ganzen Argentinier viele deutsche Namen haben, ne? Das ist, nee, das ist kein Zufall. Das ist wirklich so. Das ist ein amtliches Dokument? Ja, ja, natürlich, ja klar. Hier, von einer Zahl, die da drauf ist. Aber steht da drauf, von wem es ist? Also, nee, ich hab's ja gesucht, da steht nirgendwo drauf. Eine PayPal-Adresse, wo du hinspenden kannst? Nee, leider nicht. Ich schenk's hingeschickt. Das hätte ich schon hingeschickt. Schick mir mehr. Mehr, bitte mehr. Mehr von dem tollen Papier. Darf ich mal? Ja, natürlich darfst du. Boah, das darfst du auch gerne mal vorlesen, in den ersten Text da oben. Wie Flaminieren an Wand hängen. In meiner schönen Erzählerstimme. Ja, Adolf Hitler, Agent der Freimaurer, des Vatikanstaats und des Zionismus. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler deutscher Reichskanzler. Als er im Reichstag zur Machtübernahme schritt, war er umgeben von 4 Beratern und Geldgebern. Hinter ihm ging Henry Ford. Neben ihm Hjalmar Schacht, geil, und ne? Rabbi Leo Beck. Hullo, hullo. Und vor ihm Franz von Papen. Diese 4 betrachten wir nun. Ja, ganz klar müssen wir sie sehen. Also Franz von Papen war ein Ritter vom Heiligen Grab, einer der höchsten Orden des Vatikans. Hjalmar Schacht war ein Freimaurer des schottischen Ritus. Dann Rabbi Leo Beck war Freimaurer des schottischen Ritus und ein Förderer der zionistischen Pläne. Und Henry Ford war Freimaurer des schottischen Ritus im 33. Grad, was auch immer das sein soll. Ein Schauspieler von Indiana Jones. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum sollte ein Rabbi, der offensichtlich Jude ist, neben Hitler stehen? Und wenn er Dings weiterliest, sind die alle gegen die Juden. Also es ist alles irgendwie ein bisschen widerspenstig, also widerstrittig, das Dings. Hm. Warum gibt es da kein Bild? Und was wollen die jetzt? Also was ist ihre Aussage? Ja, das übliche Zionismus hier, die Welt verändern, bla bla bla, uns unterwandern. Und ach, das ist sehr widerspenstig. Steht sogar was von Lucifer. Das ist ja Bill Gates, der Teufel. Boah, wie kann man sich, diese Mühe, die derjenige sich gemacht hat, ne? Mhm.
Wie gesagt, was ist das hier, ein Stammbaum? Also sie sind auch immer links bei, die das quasi beweisen. Beweisen, genau. Wo ich nicht drauf war. Wohlgemerkt. Also, hier steht, dass am 24. März das Deutsche Reich England den Krieg erklärt hat. Und am 25. August 1933 wurde das Havara-Abkommen mit der Jewish Agency geschlossen, dass die Juden aus Palästina ausgetrieben werden sollen. Und dann ist jetzt die Frage, die sich hier stellt, wozu braucht es in der BRD den Paragraph 130 Strafgesetzbuch, wenn alles dieses im Zusammenhang bewiesen ist? Was ist denn der 130 Strafgesetzbuch? Ja, Volksverhetzung wahrscheinlich, ne? Hm? Volksverhetzung oder was? Keine Ahnung. Ich nicht. Hier ist auch die Frage, ob wirklich 6 Millionen während des Zweiten Weltkrieges starben. Ja, Volksverhetzung, ja. Ja. Geil, sehr gut. Schönes Schreiben hast du da gekriegt. Ja, vor allem, ich war anscheinend der Einzige. Ich habe mir so nachgefragt, den Dritt. Keine Ahnung. Ja, die wissen aber ja, was wollen die denn jetzt damit bezwecken? Es verstehe ich selber nicht, die widersprechen sich andauernd. Die widersprechen sich in ihren Sinn. Das meine ich ja gerade, was wollen die jetzt? Macht ja gar keinen Sinn. So, willst du da beitreten, sollst du Geld spenden oder sollst du einfach nur wissen? Der ist auch keine Nummer bei gar nichts. Du kannst ja nirgendwo anrufen oder mal was. Oh, hier wird auch die Titanic reingebracht. Die ist ja auch nicht untergegangen, sondern die Olympik eigentlich. Die Titanic? Ja, genau, hier wird quasi erklärt, warum Chaimer Schacht so berühmt geworden ist. Und hier geht es darum, dass Familie Rockefeller auch mit JP Morgan unter einer Decke hängt. Und dass die Leute, die damals, als sie die Bank gegründet haben, 1930, dass die Leute, die dagegen waren, alle zufällig auf die Titanic gekommen sind. Das ist eigentlich geil. Ich sag ja, der ist pures Gold, da steht alles drauf. Ich wollte ihn erst wegschmeißen. Nee, den musst du behalten. Der ist super. Du musst eine Kamera unten aufbauen. War bestimmt Mario, der es reingeschmissen hat. Mario. Aber auch die ganzen Skizzen. Ich kann mal kurz mal hier zeigen. Ich habe das vorbereitet. Wo war das? Aber Titanic gibt es auch eine Verschwörungstheorie. Ist gar nicht untergegangen. Sondern die Olympik. Also hier ist noch ein Zitat von General George Smith Patton aus 1945, der sagt, tatsächlich sind die Deutschen das einzig anständige Volk, das es in Europa noch gibt. Ja, so, das hat er wirklich gesagt. Das ist wirklich so. Der wollte ja auch direkt nach dem Krieg alle wieder Bewaffnung gegen die Russen ziehen. Ah. Ja, ist wirklich so. Der wollte alle Deutschen, weil er sagte, SA, tolle Typen und alles, und SS hier. Ja, der wollte die alle bewaffnen und mit dem wir im Osten gegen die Russen. Hm. Und wie man sieht, hat er recht gehabt. Danach haben sich die Russen und die Amerikaner halt nicht so gut verstanden. Aber schön oben mit allsehende Auge, jetzt hier oben rechts müsst ihr hier gucken. Allsehende Auge von. Na hier, also von Stalin. Von Stalin. Hier ist auch die Sprache von einer supranationalen Souveränität satanistischen Eliten, die von Weltbankiers in der nationalen Selbstbestimmung der vergangenen Jahrhunderte sicherlich vorgezogen wird. Ja, was hier mit der ausdrücken wollen, keine Ahnung, da wird sie so widersprochen in den Dingen. Das macht schon doch. Eine Handvoll Menschen kontrollieren die Medien. Ja. Das ist die GZ. Derzeit sind es noch 6. Das ist die GZ. Da schon, doch. Die haben recht, die GZ. Ich gib mir einen Wo kann ich mich da melden? Hier ist auch die Sprache von Bevölkerungsaustausch und Umzüchtung. Boah, ist ja wirklich alles drin, ne? Ja, sag ich doch. Alles drin, alles, was wissen muss. Das hast du selber geschrieben. Nein. wir beenden die Folge vorzeitig. Aber geil, das steht, ne? Doch, also, ja, ist gut. Ja gut, geil ist was anderes, ne? Aber. Ja, geil im Sinne von Ideologie. Man muss sich jetzt immer vorstellen, da gibt es einen Menschen, der sich das alles rausgesucht hat. Wahrscheinlich mehr als einer. Ja, weiß man jetzt nicht, aber zumindest einen, der... Hast du mal die Zahlen zusammengerechnet, was da rauskommt? Nee. Wahrscheinlich 23. Das ist ein Zeichen. Oder 42. Oder 42, genau. Ja, rechne mal aus. Das habe ich gar nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Ich dachte, erst wäre so eine Telefonnummer, wo ich anrufen könnte, dann gucke ich so drauf. Hä, was ist das für eine Zahlenkombination da? Ja, sogar der aktuelle Ukraine-Krieg hier mit drin. Ja, war, glaube ich, Anfang September. Ich merke dir mal 68. Die sind da was ganz Großes auf der Spur, habe ich das Gefühl. Ja, morgen wir alle erschossen, weil wir zu viel wissen. Soll ich so lange pausieren, bis wir wieder zusammenrechnen? Kommt wieder 68 raus, das ist ja Wahnsinn, das stimmt ja sogar. Was soll man das sagen? Ja. Plus 2, plus 20, plus 2. Habe ich gerade 68? 68. Habe ich jetzt gedacht. Aber was soll man das sagen? Weiß ich nicht, vielleicht 68, ja, Psalm 68, Seite 68, oder vielleicht gibt es ja noch 68 Seiten von dem Dingsbums. Was bedeutet die Zahl 68? Wollen wir es wirklich wissen? Das ist ein Zeichen, das steht ja nicht ohne Grund drauf. Ich weiß schon mal, wenn nächste Woche deine Fenster nicht mehr putzt. Das ist eine Engelszahl. Fangen wir mit Engeln an? Ja, steht hier. Dann gerade mit Lucifer, der Antichrist. Lucifer ist Bill Gates. Ist der jetzt mittlerweile 68? Nee, aber der, wenn du seinen Namen im ASCII-Code schreibst, kommt da 666 raus, was für den Teufel steht. Ah. Deswegen ist Bill Gates der Teufel.
Das ist eine Verschwörungstheorie. Ich mach noch mal den hier so. Oh, ja. Was wir vergessen haben, ist, dass er mit zweiten Namen William heißt und da kommt nicht mehr 666 raus. Ja, der zweite Name zählt nicht. Ja, der ist uninteressant. Aber auch diese ganze Verschwörungstheorie um Bill Gates rum, die ist ja schon wirklich sagenumwoben. Ach, meinst du das mit diesem Mikrochips und der Corona? Ja, genau. Das ist so ein Schwachsinn, ehrlich. Das ist mit Soros, ne, glaube ich. Soros? Ja. Soros. So heißt er doch, oder nicht? Was? Ist er nicht Soros? Wer ist das? Ja, ich glaube, es geht immer ganz oft quasi so Leute, die nicht greifbar sind, so wie auch immer zu sagen, ja, die da oben. Mhm, ja, genau. die da oben. Das genau, habe ich letztens auch in einem anderen Podcast gehört, so immer, wenn man so sagt, so. Du hörst andere Podcasts außer diesen? Und die Leute sagen so, da drüben bauen sie wieder. Wer sind denn sie? Also, wer sind denn sie? Also von wem spricht man denn dann? Da drüben bauen sie wieder, da drüben hat, keine Ahnung, haben sie wieder das und das gemacht? Ja, wer sind denn sie? Ja, da hinten haben sie sich abgestochen. Wer sind die denn? Da haben sie sich abgestochen. Ja, wer ist sie? Ja, von wem reden wir denn? Der Bulgare und die Serbe. Keine Ahnung. Ich weiß der Bulgare und der Serbe. Hier, George. Die Serben. Waren nicht drei insgesamt. George. Waren drei insgesamt. Das war klar, die wir feige Sau nicht alleine kommen. George Soros. Er ist auch so ein Milliardär, so ein Investor und so. Ah, okay. Ach so. Und Philanthrop ist er auch. Ja, ja. Und gibt es da jede Menge Verschwörungstheorien über den. Kannst du ja auch. Kein Misanthrop ist er. Ja, die Soros-Verschwörung. Ja, geht sofort los. Geil. Geht sofort los. Aber seid ihr euch alle geimpft? Ich meine, ja. Du weißt ja, du auch. Dreimal. Dreimal sogar. Ja. Schön, die Merkel fand, dass ich geimpft. Du bist auch geimpft. Ne? Ich bin auch geimpft. Also laut den ganzen theoretischen Spinnern hier hätten wir schon vor 2 Jahren tot sein müssen. Also ich fühle mich noch besser Gesundheit. Aber man muss dazu sagen, ich hatte eine Herzmuskelentzündung nach meiner Impfung, nach der ersten. Also Moment, ich muss mal stumm schalten. Mir ging nur Zucker, du ging's gut. Und mein Schwiegervater hatte auch eine wie heißt das, wenn eine Arterie verstopft ist im Bein? Thrombose. Thrombose. Thrombose, genau. Thrombose, ah, ja. Ja gut, also man kann jetzt natürlich, lebt ja noch, ist ja nicht alles kausal, weiß man ja alles nicht, ne? Aber das war schon aufwendig. Ja, aber ich habe jetzt noch gelesen, so ein Zitat von Wendler, Achtung, Dr. So und so ist jetzt, ich glaube 2 Jahre her, einig, alle geimpft sind bis September tot. Ja, ja. Ich bin immer noch am Leben. Warte, nee. Ja, der hat sich geirrt. Wobei, ist der 30. ne? Also ja, vielleicht. Bis morgen hast du noch. Nee, das war vor 1,5 Jahren, vor 2 Jahren. Weiß, also, während Corona war das. Jo, aber wir sind immer noch dabei. Jetzt kannst du mir ja impfen, auffrischen. Ich habe mir doch keine Plörre, dieses Plörre, ne? Ich hab's mir ja lesen. Ich habe vor kurzem noch mich World War Z gesehen, wo sie am Ende halt diesen Impfstoff da finden. Beziehungsweise die machen Leute krank. Macht das meinem wahren Leben. Die sagen, nö, nix, da will ich impfen. Die Zombies rennen hier rum, knabber dich an. Nö. Glaub ich alle gar nicht. Die tun nur so, die sind alle krank. Sind alle Schauspieler. Alle Schauspieler. Ja, von denen da oben. Ja, von denen da oben. Ne? Da hinten, da sind sie wieder am Beißen. Sitzt Mario auf dem Dach mit einer Alufolie und fliegt da oben. Hol mir ab. Die sind die Queen angeflogen. Ja, weißt du so? Komm mal an mir mit so einem Impfstoff. Ja, da lässt sich auch keiner freiwillig impfen. Nee, so eine Plörre initiere ich mir nicht. Diese Zombies gibt's ja überhaupt nicht. Ist doch halt nur stumm und erlogen. Mein Schwiegervater ist 5-mal geimpft. Fünfmal? Hat jemand vorgehabt? Nö, hat immer aufgefrischt. Ich glaube, er hat jetzt noch eine 6 geholt. Ja, ich müsste auch mal. Ich bin ja nur 2-mal geimpft, aber ich habe keinen Bock, dass mir wieder auf dem Couch liege ich wieder so wie ein Häufchen Elend, so wie Voldemort damals. Ein kleiner Knopf. Aber ist natürlich nicht verkehrt. Ja, ich denke, die größte Gefahr ist vorbei. Also. Ich lasse mich nicht mehr impfen, weil ich habe das nur gemacht, um meine Freiheiten zu behalten. Nicht aus Überzeugung. Also, ich muss echt schummeln. Ja, also wenn man es kriegt, dann kriegt man es. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Klar, am Anfang war wichtig, dass nicht alle auf einmal krank werden. Ja. Darum ging es ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, ja gut, sollen die alle machen. Aber ich habe jetzt nicht zu Hause gesessen vor Panik, was jetzt passiert. Ich auch nicht. Toi, 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 bisher habe ich kein Corona gehabt. 3 Jahre lang Corona-frei, kann ruhig so bleiben. Ich schon. 3 Tage war schlimm, danach ging. Ja. Du hattest sowieso auch Corona, ne, Heino? Ja, ich wohne und renoviert. Ah, stimmt, genau. Ja, so war das, ja. Bei mir war alles gut. Aber ich war auch geimpft, ne, muss ich dazu sagen. Ich hatte nur Kopfschmerzen, das hatte ich auch. Diese wahnsinnigen Kopfschmerzen, also. Du bist wach geworden, denkst so, und direkt, ich habe dann gepennt auch viel, ne, muss ich sagen. Ja, dann gibt's aber ja wieder so, die Gegensprecher, die dann sagen, das kam wahrscheinlich durch die Impfung. Sonst geworden. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne ja auch so ein paar Idioten, die meinen, die brauchen mich nicht impfen lassen. Alles Scheiße, macht die nur krank. Und dann kriegst du wieder Mikrochips und so eine Grotze unter der Haut. Jetzt mal ehrlich, da muss man doch merken. Also ich habe noch nie irgendwo ein Mikrochip gefühlt unter meinem Haut oder am Körper. Mikrochips. Ist ja geil, dass du es nicht merkst. Also Nano ist noch kleiner. Ich war mal in einer Flohmarkthalle gewesen, aber auch so eine Alte, die hat mich dann zugelabert, die hat mir auch erzählt, genau das gleiche mit diesen Mikrochips. Also, die müssen mal hier über den Hauptfriedhof laufen, dann machen sie mal Bluetooth an und dann gucken sie mal, wie viele Verbindungen da offen sind. Ja, ja. Du bist noch auf einen, wo alle so Uhren sind, weißt du? Nein. Ja, mach das mal. Mach mal, nächstes Mal. Jeden ist einer, wo kann man eben hinlaufen? Ich hasse auch Friedhöfe. Immer unwohles Gefühl. Ja. Obwohl da nichts passieren kann. Du sollst doch nicht nachts rüberlaufen. Ja, ist trotzdem komisch. Nee, aber auch so, wenn man tagsüber einfach alleine beim Friedhof läuft, ist immer unangenehmes Gefühl. Ja, das stimmt. Och, mag ich die. Ja, weil die alle tot sind.
Ja, weiß ich nicht. Ich hab nix. Ist halt egal. Nimm mal schon mal Bank. Pokémon. Nimm mal Bluetooth an. Oh, haben wir noch Empfang. Boah, ein paar Geister-Pokémon, ne? Genau, ein paar Geister-Pokémon. Gibt's die ja wirklich? Ja. Auf Friedhöfen? Ja, spawnen die. Das spawnen die. Hab ich gehört. Ich war nie auf Friedhöfen, um Pokémon zu sammeln. Oh, scheiße, wieder nie gefangen. So, Nebulak braucht ganz Friedhof gehen. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Nebula brauchst du auf dem Friedhof. Schon sogar so, Erdjung, Entschuldigung, könnte ich mal kurz? Danke. Schubst du so eine Oma vom Grab weg? Schubst du rein? Hier ist eine Arena. 50 Mann und dann. Das ist eine Trauergemeinde und denkst, ja, oh, hier ist ein gutes Event gerade. Schön, schön. Tut mir leid. Kann sie verstorben? Um die Ecke zum Gaumenschmaus. Geil, gibt's sogar Buffet. Super. Riech mal auf. Fingerfood. Ganz toll. Nee, mit Corona ist schon echt, also da gibt's auch wilde Theorien, ne? Ja, aber wenn man sich wirklich mal so mit den Abgründen menschlicher Intelligenz auseinandersetzt, dann muss man wirklich mal die Real Lives von Domi anhören. Was da für Leute nachts angerufen haben. Ich habe eine Zeit lang immer auf dem Weg zur Arbeit, habe ich mir immer das Handy in eine Handyhalterung gemacht und habe dann Domian nachgehört. Da gibt es Leute, die mit völliger Inbrunst Sachen behaupten. Ja. Da denkst du, also, da fragst du dich echt, was ist bei den Leuten schiefgelaufen? Also, ja, die sind schon vom Ja, das war schon geil, das stimmt. Also diese Domian-Dinger, die sind schon. Vor allem, das ist ja auch das Coole, die rufen da ja auch an, weil die wissen, er hört ihnen zu und versucht das wirklich zu verstehen. Und da war ja, ich weiß noch, kann ich mir an eine Folge erinnern, der hat ja behauptet, dass wir von Satanisten sowieso ja unterwandert sind und dass die Regierung ja nur aus Reptiloiden bestehen würde. Ja, die Reptiloiden. Und dann, Domian ist ja dann am Anfang so, dass er erst die Leute erstmal erzählen lässt, ne? Und dann fragt er ganz kritisch nach, so, ja, meinst du das jetzt ernst, oder? Und dann sagt er, ja, natürlich, hier gibt auch überall Beweise. Und dann fragt er Domian, wo gibt's denn die? Ja, die ganzen Fotos im Internet. So, und da fragt man sich immer, ja, mir. Aber da muss man Domian lassen, ne? Der hat die wirklich immer ausreden lassen, ja, ne? Und er hat ja wirklich gesagt, okay, das ist das Thema, dein Schwachsinn, ich höre zu. Und hat er dann so hinterfragt und irgendwann hat er gemerkt, okay, ja. Schwierig. Sehr schwierig. Aber wenn man erzählen würde, dass Angela Merkel ein Reptil ist, dann. Aber der macht das nicht mehr, ne? Nee, nein, schon lange nicht mehr. Nein, Merkel macht das auch nicht mehr. Die hat auch aufgehört. Ich wollte sagen, die hat aufgehört. Die sitzt auch im Rat jetzt. Die ist im Rat, ja. Ja, die hat sich jetzt letztes noch gehäutet, weißt du, hat sie wieder neue herrlich. Ich wollte auch mal bei Domian anrufen, habe ich nie gemacht. Und ich habe meine Oland-Geschichten erzählt. Ich war im Neuschwabenland. Ja. Domian, war so schön da, glaubst du, wie schön das war? Wir lachen jetzt schon, was ist wirklich so? Sind so Hobbits in SA-Uniform, das Leben ist gut. Ja. Die haben da eine gute Zeit. Die haben da eine gute Zeit im Auenland unten. Aber das ist so alles kalt. Und meinst du, unter der Eierschicht ist noch so ein schönes Paradies? Die haben, glaube ich, schon eine Heizung. Da ist eine Kuppel. Eine Heizung fürs ganze Auenland. Nein, die haben da so eine russische Erdgas, weißt du? Die haben so eine unterirdische Basis, damit die auch von Satellitenbildern nicht erfasst werden. Und meine, die machen da jeden Tag LAN-Party oder was? Genau, und dann sind noch die ganzen Ungeimpften, die da Party machen. Wenn man Party, dann, wenn man beim Arzt glaubhaft erzählt hat, dass man nicht geimpft wurde, dann hast du das Flugticket nach Neuschwabenland gekriegt. Ja, genau. Mein Ärzte vor, ich bin übrigens nicht geimpft. Verstehen? Nicht geimpft. Ich mag das gar nicht, ich will das gar nicht haben. Wie der Spinatpizza. Genau, Spinatpizza. Ich bin nicht geimpft. Bitteschön. Nehmen Sie den besonderen Ausgang. Denkt durch so einen Röhrenrutsch, ob Sie in den Arktis rein. Zack. Wie so Rohrpost. Einmal durch zum Südpol. Muss er schön empfangen. Ah, Kamerad, willkommen! Kommt das denn auch mit? Nee, er muss seine Herkunft beweisen. Abstammung. Ja, mal einen Bluttest. Ja, stimmt. Haben wir auch beim Arzt vorher schon gemacht. Ja, eben. So. Blut abnehmen, verstehst du? Eine Kanüle extra, so eine braune doch, Kanüle. Ich schicke dich doch nicht hin, wenn du nicht berechtigt bist. Eine braune Kanüle. Dann geht los. Also, ja, passt. Ja, gönnt ihr auf die 1, ne? Ja, ne? Ja, cool auf die 0. Cool auf die 0. Oh ja, mach mal leer. Aber ich glaube, die sind Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass es einfach zu viele Menschen gibt, die sich das alles viel zu kompliziert vorstellen. Auch mit so besonderen geschichtlichen Ereignissen und so. Na, das kann ja gar nicht so sein. Das kann ja mit der Titanic und mit dem Zweiten Weltkrieg und mit Corona und so. Ja, der Erste Weltkrieg auch deutlich. Die können einfach nicht begreifen, dass es einfach, das Leben ist einfacher, als sie sich das vorstellen, glaube ich. Und damit kommen die nicht klar. Nee. Die denken, das ist alles viel komplizierter und da stecken viele Leute hinter dem allen. Das kann gar nicht sein. Früher wurde das mit Göttern erklärt, wenn irgendwas schief lief und nicht gut lief. Aber Gott schon, heute sind irgendwelche anderen Idioten. Ja, weil, genau. Ja. Ja, ich glaube, es ist einfach dieses, wenn man sich was nicht erklären kann, quasi darin die Erklärung zu finden, dass man eine höhere Macht oder dann hast du jemand, der eine Elite, die den Zuspruch gibt. Ja, genau, ne? Genau. Ich glaub's auch dran, ja. Ich glaub's. Ja, das ist ja schlimm. Also, wenn einer sagt, okay, ja, glaube ich, aber du hast eine ganze Horde.
Die sagen, ja, der ist hier unser großer Führer, der bringt uns hier zu Venus und da leben wir mit den Venusianern und bumsen den ganzen Tag. Wer glaubt denn so einen Schwachsinn? Super, machen wir. Weißt du, vor 300 Jahren hätte ich sagen können, okay, ja gut, fahr mal los, nur wurde dann abgeholt. Aber mittlerweile müsst du alle schlau genug sein, zu wissen, dass die nur Scheiße labern. Ja, das Problem ist, dass solche Leute sich ja dann auch in den sozialen Medien direkt mit solchen Gruppen sich dann auch befinden. Was heutzutage noch ganz viele genau, sind. Und die pushen sich dann alle gegenseitig. Ja. Ne? Und das ist immer einfacher durch soziale Netzwerke, Instagram, Facebook. Und die liefern sich ja dann gegenseitig Beweise, was dann glaubhaft macht. Und dann fängt man an, sowas zu glauben. So, und dann bist du dieser Gruppe, Gruppenzugehörigkeit, und denkst, jeder, der was anderes sagt, ist bescheuert, wie Mario. Ne? Wenn du jetzt dagegen sprichst, dann wird der sauer. Dann wird der sauer, ja. Da war ich heute wieder bei einem Fensterputzen, so ein Idiot, hat mir nicht geglaubt. genau so. Das ist verrückt. Bin ich geglaubt. Ja, wie noch diese religiösen Spinner hier. Bist noch, wie heißen die anderen? Zeugen Jehovas. Ich habe letztens wieder einen gehabt, die mir angequatscht hat. Ja, ich habe auch wieder einen. Kam der andere. Ich will mit ihnen über Gott reden. So mit dem Wachturm. Ja, genau. Ich sag, ja, komm, ich hab ein paar Sekunden Zeit. Haben wir mit ihm geredet? Ja, ich mag solche Spinner. Hinterher wollte er sagen, ja, ich muss ja los, hab keine Zeit mehr. Ja, können wir sie besuchen? Ich sag, ja, Waldemarstraße 13, Wanne-Eickel. Gibt's überhaupt gar nicht, Wanne-Eickel-Straße. Ah, er hat sich aufgeschrieben, alles klar, dann kommen die Tage vorbei. Ja, ich bin immer zu Hause, ich bin arbeitslos. Typ, ich hab Zeit. Ich bin arbeitslos. Er hat den Spinner jetzt mal ehrlich. Ich bin arbeitslos. Oh, ich mag das so, ich halt mich gerne mit solchen Idioten. Auch wenn der Tür sich sagt, komm rein, setz dich hin im Keks. So eine Notiz unter arbeitslos. Hat immer Zeit. Nicht nochmal kommen. Zeit. Hat immer Zeit, arbeitslos. Siehst du von Weitem schon mit dem Wachturm. Oder die wollen ja. Die stehen ja immer so am Bahnhof. Ich weiß, wie diese Hare Krishna-Typen. Aber ich glaube, die sind ja harmlos. Die wollen ja einfach nur, dass du. Da gibt's aber auch Hardliner, die nicht so harmlos sind. Ich habe mal Dokus gesehen, wenn du da austrittst, dann bist du von allem abgekapselt. Ja, das stimmt. Ja? Was machen die denn dann? Wenn du austrittst. Du bist einfach ausgestoßen. Ja, in deren Kreisen. Aber du hast mit denen nichts mehr zu tun. Ja, aber mit Familie und so. Genau, Familie und deine Freunde. Das ist ja das Schlimme. Die machen ja Druck, sozialen Druck, dass ja das, wie es überhaupt funktioniert. So funktioniert ja auch jede Gruppe. Ja, aber Familie, wenn meine Familie nicht da drin ist? Ja, es geht ja darum, dass deine Familie drin ist. Ach so. Genau. Dass, wenn du dann da viele dann großgezogen werden, die werden reingeboren quasi. Ach so. Das ist ja zum Beispiel bei den Amish-Leuten auch so. Ja. Die dürfen ja quasi ein Jahr, bevor die volljährig sind, sie werden, glaube ich, mit 22 volljährig in der amischen Kultur, und die dürfen dann ein Jahr in die freie Welt und dürfen sich dann entscheiden. Und wenn du radikale Familien hast, dann dürfen die gar nicht erst ein Jahr raus. Aber ganz viele gehen dann aufgrund von dem sozialen Druck wieder zurück, obwohl die eigentlich das echte Leben quasi kennengelernt haben, wie unsere Gesellschaft so funktioniert. Aber aus Angst, dass sie komplett ihre sozialen Bindungen verlieren, gehen die wieder zurück und leben dann in der. Aber ich glaube, ich dachte auch so Angst. Also, wenn du überlegst, du bist den ganzen Tag nur am Scheunen bauen, am Pony reiten, dann kommst du jetzt hier nach New York, denkst du, ach du Scheiße, was ist das denn hier? Da kriegst du Panik, wenn du dort nicht gewohnt bist, über Jahrzehnte hinweg. Ja, die haben auch keinen Strom, glaube ich, ne? Ich glaube, die benutzen so ein Minimum. Ja, weil Elektrizität, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob die nur mit Kerzen arbeiten. Die benutzen auch Kutschen und sowas. Ja, und selbstgenähte Kleidung und sowas. Also nichts industrialisiert quasi. Da gibt es so eine geile Folge von Animaniacs damals hier mit, wo sie einfach nur immer Häusel bauen und Scheunen bauen. Und am nächsten Tag werden sie wach. Ah, wieder Häusel bauen, Scheune bauen. Und dann wieder Häusel bauen, Scheune bauen. Wie bei die Siedler hier. Ja, mehr machen die. Mehr aus ihre Felder bestellen und dann gehen sie hier ein bisschen farmen. Fiber und Set. Dann bauen sie wieder Scheunen und Häusle und ja. Die Siedler auch umbenennen, Jehovas. Die Amish, so. Die Amish. Ja, wenn du immer so ranzoomst, siehst du das ja. Immer dasselbe Typ. Die ganzen Bots da. Oh, die ganzen Bots, die ganzen Minions. Aber ich glaube, wenn man das auch mal so nochmal bezieht, so, ich glaube, heutzutage hat man einfach zu viel Zeit und zu viel Freizeit, um sich überhaupt mit sowas zu beschäftigen, weil damals hat man ja überhaupt nicht. Da ging es ja gar nicht. Da bist du ja nicht aus Juxendollerei irgendwo hingegangen, hast dich in eine Kneipe gesetzt und. Ja, aber die Zeit ist das, glaube ich. Ich glaube, das Problem ist, wenn du so ein Ding im Kopf hast, du brauchst ja nur dir ein paar Apps hier installieren. Ob der Insta, Twitter. Oder TikTok reicht auch schon. Dann TikTok, auch solche Idiotenscheiße. So, ne? Und durch den Algorithmus, dann, wenn du ein so ein Video guckst und noch eins, ja, und dann werden dir ständig solche Videos vorgeschlagen, ja, und dann gehst du in den Kommentarbereich rein und dann triffst du da Gleichgesinnte und dann schließt du dich mit dem Kurs, gibst eine persönliche Nachricht. Ah, hier musst du mal hier auf Telegram, da ist eine geile Gruppe. Ja. Genau. Ja, und dann bist du, zack, geht's schon. Ne? Wie ist, wie er schon am Anfang sagte, ist aber diese Zugehörigkeit. Ich habe da Gleichgesinnte, die glauben dann. Du wirst da bestätigt. Genau. Ich habe so eine Familie. Bei mir im Bekanntenkreis, bei der ist das nämlich. Oh ja, erzähl mal, war die mit dem Aluhut? Au, oh, ja. Aluhut sogar. Das ist eine richtig geile Geschichte. Von meiner Ex-Freundin, der Bruder, der hat mich irgendwann mal angeschrieben und hat gesagt, ja, hier, ich sag jetzt keine Namen, die und die ist jetzt hier bei mir und die hat gefragt, ob du nicht was für sie bestellen kannst. Sag, ach, ja, das, ja. Ach, schon so lange her. Ich habe das Bild, glaube ich, leider, zwei sogar, Jahre, leider sogar gelöscht. Aber das stellt sich jetzt mir direkt gefragt, kannst du mal erzählen, warum hat er das nicht für sie bestellt? Ging nicht. Nee, ich glaube, weil der
Der hatte keinen Computer. Also war das nicht, weil die sonst seine Daten zurückverfolgen oder sowas? Ich weiß das gar nicht. So genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Ja, ist schon ein paar Jahre her, muss man sagen. Auf jeden Fall habe ich dann zugestimmt. Ja, klar, bestelle ich hier. Ne? Und da hat sie mir so ein paar Screenshots geschickt, was das ungefähr sein soll. Dann habe ich gegoogelt. Habe ich euch ja gezeigt, das Bild. Ne? Das Ding hat gekostet, glaube ich, 350 Euro oder so. Ne? Das war so ein elektronisches Teil. Weißt du das noch? Hast du das nicht in die Gruppe geschickt? Ja, das ist ein Störsender, aber das ist ja, oder? Ja, genau, ist das ist ein Störsender, damit sie in ihrer Wohnung nicht abgehört wird. Genau. Und da irgendwelche Strahlen reinkommen. Hm. Das war ein schweineteuer, das Teil. Ich weiß aber nicht mehr, wofür das genau gedacht war. Ich habe das bestellt. Ich weiß es auch nicht. War nicht wegen Satellitenstrahlen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, weil sie ja irgendwie so ein Ding im Kopf hatte, dass die Wohnung abgehört wird und die Strahlen in ihrem Kopf. Wie lange ist das her? Und so. Okay. Zwei, drei Jahre ungefähr. Vor Corona, während Corona? Ich hatte das noch ganz lange auf dem Handy gehabt. War das in Corona oder vor? Weiß auch nicht mehr, ne? Ich glaube, das war sogar kurz vor Corona. Ne? Kurz vor Corona. Da war der Brahim, glaube ich, sogar noch da. Ja, da war Brahim noch da. Ja, und die war davon fest überzeugt, ne? Von dem, heute noch. Verrückt. Also so total bescheuert. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass dann solche Leute dann auch in so Gruppen dann da auf jeden Fall rumwirschen. Wo ja, weil du bei den normalen Leuten keinen Anschluss findest. Deswegen musst du zu den ganzen Knacken gehen. Ist ja so. Deswegen sind auch die ganzen Scientologen unter sich, die ganzen hier Zeugen Jehovas und die anderen Ficky-Ficky-Sekten, weil die finden ja keine normalen Leute. Du kannst ja mit normalen Leuten nicht reden, wenn du so drauf bist. Schlimm sind ja auch die Leute, die damit noch richtig Kohle machen, ne, mit solchen Sachen. Es gibt ja Leute, die stellen solche Geräte her, also basteln die ja irgendwie zusammen und verlangen da richtig Kohle für. Die kosten ja 1.000, 1.500 Euro. Das war noch relativ billig. Ja, die lachen sich ins Fäustchen. Mit 350 Euro. Ne? Und da gibt es ja richtige Websites, wo dann, ja, das ist dafür und das ist dafür, das ist dafür. Also, das ist genau wie mit Esoterik. Also das ist ja quasi die Light-Variante davon. Genau. Wenn du einen Stein hast, der sendet dir eine Energie, da bist du wieder gesund. Ja, oder ihr Wasser mit Gedächtnis und irgendwelchen Strahlen da drin. Und oh Gott, da habe ich auch ein paar Sachen gelesen. Ja, also, ich muss ja sagen, vor Corona dachte ich mir so, komm, lass die. Ne? Vielleicht stimmt das, keine Ahnung, habe mich ja damit nicht befasst. Aber dann während Corona und als die ja dann ihr wahres Ich gezeigt haben, dass das ja eigentlich auch total bekloppte Leute sind, ne? Die sind auch die da oben und dem Impfen und den Scheiß. Dass die auch einen an der Mütze haben. Aber ich glaube, wenn man das ich glaube, die Regierung und so an sich, da wird schon viel unter Verschluss gehalten, damit auch einfach die Leute nicht durchdrehen. Ja, so, wieder muten den Chris. Nein, auf jeden Fall. Wenn man das jetzt einfach mal so sieht, wenn man sich in die Situation versetzt, man hat jetzt zum Beispiel eine Firma. Ja. Also man nimmt das jetzt einfach mal so als Beispiel. Man hat eine Firma, man hat 1.000 Angestellte. Da kannst du doch nicht jedem alles erzählen. Der wird doch durchdrehen. Ja, und du hättest dann die ganzen Diskussionen. Und das kann doch nicht funktionieren. Nein. Ist doch klar, dass unsere Regierung ganz viel hinter verschlossenen Türen macht, damit die Leute nicht durchdrehen. So die wissen safe auch schon, wo Corona herkommt. Das mit Sicherheit. Das aus dem Labor jetzt. Und aus welchem Labor wissen die ja doch schon? Was sagen die Wuhan, hast du schon direkt gesehen. Ja, aber das sagen würden die ja nicht sagen. Das ist ausgebrochen, natürlich nicht. Weil wird auch nicht rauskommen. Nein. Genauso wie die ganzen Entscheidungen über Wirtschaftsprognosen und sonst irgendwas. Wenn das die Leute wüssten, dann wird doch blanke Panik aus. Ja, vor allem, wenn er so Mario erzählt, der wird sich auffällt, mit dem Megafon. Wir werden alle beobachten. Aber das beste Beispiel ist doch alleine mit den ganzen Hamsterkäufen. Das ist ja komplett ausgeartet, weil die Leute Panik gekriegt haben. Und sobald Panik ausbricht, ist hier Sodom und Gomorra. Ja. Unsere Gesellschaft funktioniert ja an sich ganz gut, aber sobald die Leute Panik kriegen, ist vorbei. Da ist sich selber, jeder selbst der Nächste. Natürlich, ja, das ist auch der Mensch halt, ist halt die menschliche Natur. Richtig, und deswegen glaube also, ne, ich sag jetzt nicht, dass die irgendwas mehr wissen, wo sie ihren Vorteil draus machen. Die Regierung, Aber man muss sich das einfach mal aufs eigene Beispiel ziehen. Man hat auch selber im Umkreis Leute, denen man nicht alles erzählt, weil man genau weiß, dass die dann am Kabel drehen, wenn die das wüssten. So. Und wenn man das auf groß spielt, die haben Verantwortung für 82 Millionen Menschen. Ja, ist doch klar, dass die viele Sachen wissen, die nicht wissen. Sonst Staatsgeheimnisse, ne? Ja, richtig. Und Geheimdienste. Ja. Geheimbunde. Ich habe 666 Screenshots. Ja, ich soll jetzt nicht anmachen. Screenshots. Schnell vor die Regierung kommt, uns untersagt. Ich habe es leider nicht mehr, schade. Ist nicht schlimm. Nee, ach, ist auch nicht schlimm. War das so ein ganz altes Gerät, ne? So richtig, richtig. Ja, was, nee, alte, da war nicht viel dran auch. Alte Technik. Das war glaube ich, so ein Kasten. Ja, waren so Kupferrohre. Ja, ja. Wie so Kühl. So richtig alte Technik. Und, das hat die Strahlen abgehalten. Du hast es doch in die Gruppe geschickt. Ja, irgendwie so, die Strahlen oder irgendwas blockiert. Ich habe ja noch alle Gruppen und alle Bilder, aber ich weiß nicht, wann das war. Ist doch jetzt Hupe, mein Gott. Schon lange. War das in der Gruppe, wo der Micha noch mit drin ist? Wenn wir nochmal einen Podcast machen, bis dahin werde ich das gefunden haben. Also da habe ich bestimmt auf dem Rechner. Dann sind wir Bilder in der Gruppe und nur Nacktbilder vom Apel. Ja, dann löschen Scheiße doch. Nee, das ist ja gut, da habe ich alles drin. Ach nee, das ist ja gut, die Nacktbilder für deine Fiki-Fiki-Freunde aus deiner Sekte. Kann man nicht gucken, was ich da reingeschickt habe? Nee, man kann nicht filtern. Ich habe schon gesucht nach dem Wort abgehört oder so, aber. Abgehört? Ja, dass du das irgendwie dazu geschrieben hast, aber.
Findet er nichts. Der ist auch schon gelöscht. Das nicht schon? Nein, ich habe nichts gelöscht. Ich habe gerade auch geguckt hier in dem Chat von meinem Schwager. Ich habe seit 2014 jeden Chat und jedes Bild. Ja, dann viel Spaß beim Suchen. Der sammelt Daten. Ja, ja, genau. Ah. Ich habe alle Beweise. Deswegen ist auch, wieder. Das bin ich nicht. Das ist irgendein anderer. Das sieht aus wie so ein Gollum-Typ. Und hier, ne, auch, ne? Ich glaube, der ist ein Agent aus Neuschwabenland. Ja, oh, ja. Da wäre ich gerne ein Agent. Oh, da wäre ich so gerne. Viel schlimmer. Neuschwabenland. Ja, er ist der Mario. Er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Das ist geil. Müssen wir mal ganz kurz die Frage klären. Hat jemand schon mal seine Füße gesehen? Ich nicht. Er wollte Füße, ne? Ja. Sehr haarig, die Socken fühlen sich an. Sind wahrscheinlich gar keine Socken, die anhat. Lecker. Neuauenland. Oh, Neuschwabenland, das wäre schön, ne? Neuschwabenland. Ja, okay. Also hat nur irgendeiner was zu Theorien hier, Verschwörung, Religionsspinner oder sonst was? Finde ich jetzt auch nicht auf die Schnelle, leider. Was sagt ihr denn zu dem Fakt, dass es am Süd- oder am Nordpol keine Zeitzone gibt? Ich war jetzt mal da gewesen, ich wusste, wie Flur wir haben. Das war mir gar nicht bewusst. Wie? Nee, mir auch nicht. Wie jetzt? Ja, die Erde ist ja aufgeteilt in Zeitzonen. Ja. Und die sind ja. Ach so, meinst du das? Weil die Erde ja rund ist. Ja. Läuft das ja an beiden Polen zusammen. Hm. Dementsprechend gibt es am Nord- und Südpol keine Zeitzone. Ach so. Das heißt, ja. Da ist jederzeit, jede Uhrzeit. Ist doch schön. Das muss man sich mal vorstellen. Da kann einer nie zu spät kommen. Heino. Nächsten Podcast machen wir am Südpol oder am Nordpol. Ist da kannst du egal, wie. Aber nee, das Problem ist ja, dass er sich dann immer rechtfertigen kann, dass auf seiner Uhr ja die und die Uhrzeit ist. Ja, bin ich vollkommen cool mit. Finde ich super. Dann stehe ich da 8 Tage, bis er kommt. Da ist ja eh keine Zeit, ne? Kommt er an, morgen. Oh, pünktlich. Pünktlich heute. Aber wo leben denn Leute? Am Nordpol oder am Südpol? Nordpol. Südpol ist zu kalt. Ja, Antarktis leben höchstens Pinguine. Südpol? Ja. Ja. Nordpol leben kann, nur im Südpol. Ja, stimmt. Im Nordpol sind Eisbären, ne? Nee, Südpol. Südpol sind Eisbären? Ja. Im Nordpol sind, glaube ich, hier Walrösser und sowas alles. Ach so. Aber Nordpol leben auch Menschen. Ja, die Eskimos, Inuits. Ureinwohner. Eskimos. Ja, die Ureinwohner des Nordpols. So. Ja, Eskimo ist politisch unkorrekt. Cedric wohnt am Nordpol? So wie Indianer. Nee, der ist jetzt ein Walross, der ist unterm Wasser. Er schwimmt überall. Schwimmt. Da kommen wir gleich zu. So in der nächsten Folge über Political Correctness. Ideologie. Oh ja, reden wir über Indianer, über Zigeuner, über Zigeuner-Schnitzel. Und Kanaken, ne, Kanaken ist ja auch ein Wort, was nicht schlimm ist, ne? Genau, es kommt, glaube ich, aus dem Seefahrer-Dingsbums. Ja, irgendwie so, ja. Hast du? Ja. Ich habe noch was gehört. Ich glaube, Kanaken wurden damals die Kanadier, die hier gelebt haben, da kam das Wort eigentlich her. Kann auch sein. Warum sollten Kanadier hier leben? Weil Franzosen waren, meinst du? Aha. Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg? Wir wurden nicht besetzt. Hast du das Pampleme nicht gelesen? Wir wurden befreit! Wir wurden befreit! Oh, stimmt schon. Ja, hier, General Ford war auch dabei. Nee, ist tatsächlich. Also, stimmt, ist ja auch so ein Ding, ne? Wir sind eine Firma und so. Genau, wir sind eine Deutschland GmbH, genau. Ja, deswegen haben wir einen Personalausweis und keinen Personenausweis. Ja, wie war das von den Kanadiern? Daher kam das? Also ich habe einen Bekannten, der hat damals, also war mit einer Kanadierin verheiratet, die halt hier rübergekommen ist, wie auch immer. Und die haben halt, also bei uns in der Ecke war eine kanadische Kaserne tatsächlich. Ja. Die haben halt immer gesagt, dass der Begriff Kanake daherkommt. Ja, ist ja genau wie Ithaka, ist auch keine Beleidigung. Kommt von Landsland aus dem Zweiten Weltkrieg, heißt italienischer Kamerad. Ja, aber es ist ja negativ assoziiert, darum geht's ja. Und wenn du jetzt heute rausgehst und sagst, meine lieben Kanaken, ich grüße euch, dann glaubt auch keiner, dass du sagst. Das ist eine genau. Mein lieben kanadischer Mitbürger. Ja, genau. Geil. Da wären wir bei Schöttbuller und Köttbuller. Man sagt Schöttbuller, es einfach so, wie es die Gesellschaft gewohnt ist. Ja, so, wie man es kennt. Damit man nicht falsch rüberkommt. Einfach Deutsch aussprechen. Fleischbällchen aus Fleischersatzteilen. Nein, Köttbuller. Köttbuller. Ja. Schöttbuller heißt es ja eigentlich. Wie Tomb Raider. Rambo. Gibt doch eine Rambo. Folge, wo er nicht auf diesen Terminator und Predator. Prinz of Persia. Prinz of Persia. So haben wir alles durch. Persia, ja, genau. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt hier fast eine Stunde fertig mit dem Gedönse. Das war's für die ersten Folge, ne? Wir machen noch ein, zwei, je nachdem, wie weit wir kommen. Ja, wir machen noch ein paar. Ne? Jetzt grillen wir. Jetzt grillen wir nicht, nein. So, danke fürs Einschalten, ihr Lieben. Und ihr wisst ja, ne, hier liken uns und Gedönse und bitte einfach mal durchlaufen lassen, den Podcast, damit wir ein bisschen gepusht werden hier. Durchlaufen lassen? Ja, einfach durchlaufen. Kannst du Ton ausmachen. Beim Wäschewaschen war so auf stumm. Nee, weil bei YouTube zählt mittlerweile stumm nicht mehr hier da die Aufrufzahlen, sondern einfach nur die Watchtime. Ja, dann werde ich monetarisieren können. Ich eben mein Geld kriege, was du mir schuldest. Du bist der Letzte, der hier irgendeinen Cent kriegt für den Scheiß. Wann kriege ich meine Gage? Wer bist du nochmal? Ach, ich vergesse dich. Wann kriege ich denn ein neues Kissen? Das ist schon so platt gesessen. Danke fürs Einschalten. Kann ich Minion hier setzen. Bis zum nächsten Mal, ihr Süß. Mach's gut. Ja, gönn euch auf die 1, ne? Ja, gönn euch auf die 4. Auf die 0. Tschüss. Ah, schön.